Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ich hoffe, meine Mütze sitzt gerade nicht schief, damit ich vernünftig aussehe. Sitzt die Mütze gerade? Okay, alles ist gerade? Yes. Sehr gut. Deutsch bitte, wir sind Deutscher, muss dich integrieren. Auch wenn du aus Bosnien kommst. Nema boga aus Himallah. Auf jeden Fall. Leute, was habe ich hier? Schaut an. Für die Street-Dauer. Ihr könnt dabei sein. Hier. Guck mal, Muslime. Vorschriften für das Freitagsgebet. Mashallah, tabarakallah. Dann hier. Der Nutzen des Gebetes. Mashallah, tabarakallah. Das könnt ihr an Jugendliche geben, in der Schule, bei der Arbeit, im Job. Ihr könnt sogar in eurer Imbissbude das liegen haben. Ihr könnt über die Straße gehen. Hallo, assalamu alaikum. Kann ich fragen, aus welchem Land du kommst? Guck mal, ich habe hier ein Geschenk für dich. Mashallah. Dann hier. Warum existiere ich auch für Nicht-Muslime? Sehr interessante Frage. Stell mal vor, ihr habt einen Imbiss, legt da solche Flyer rein. Und so erreichen wir über 80 Millionen Menschen, meine lieben Geschwister. Das ist das Ziel. Das Gute gebieten und das Schlechte verwehren. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. So 3 Vers 110. Ihr seid die beste Gemeinschaft, die unter den Menschen hervorgekommen ist. Ihr gebietet das Gute, verbietet das Verwerfliche und ihr glaubt an Allah. Das Gute gebieten können wir auch hiermit machen. Wenn du nicht viel Wissen hast, wenn du nicht gut reden kannst, brauchst du nur zu sagen: Hallo, ich habe eine Frage. Hier, ich wollte dir ein Geschenk machen. Oder ich habe eine Frage: Bist du Muslim? Guck mal, ich habe ja ein Geschenk für dich. Unser Herr ist Allah. Interessantes Blatt, kannst du ja mal durchlesen. Auch Dankeschön. So, vielleicht dieser Jugendliche, der ist gerade auf dem Weg in die Spielothek, der ist gerade auf dem Weg zu seiner Freundin. Und da gibt es ihm so ein Blatt hier. Warum betest du nicht? Guck mal, das kommt jetzt gerade. Das habe ich übrigens gemacht. Geschrieben. Dann hier. Gibt es einen Gott? Das habe ich übrigens auch gemacht. Masha'Allah, tabarakallah. Und wie ihr wisst, so dann hier. Die Reise ins ewige Leben. Alles über das Jenseits. Hier, interessierst du dich dafür? Dann hier. Denken wir mal über Ramadan nach. Beim nächsten Ramadan kannst du diese Sachen verbreiten. Deswegen, liebe Geschwister, ihr müsst eins wissen. Das Imperium schlägt zurück. Inshallah. Und deswegen, wir müssen die Dauer auf die Straße bringen. Wir müssen die Dauer in jedes Haus bringen. Wir können keine Blockhütte im Wald bauen und Dauer draufschreiben und warten, dass sich jemand verläuft. Takbir! Allahu Akbar! Inshallah.